Leute, zur ersten Folge Cinema News hier auf unserem brandneuen Kanal Cinema Strikes Back. Der Start des Han Solo Spin-offs Solo, A Star Wars Story, rückt immer näher. Darin geht es um die Vorgeschichte des beliebten Weltraumschmugglers und wir erfahren, wie es zur Freundschaft zwischen Han und Lando kam. Man kann davon ausgehen, dass auch dieser Film an den Kinokassen einschlagen wird. Als Disney im Jahr 2012 George Lucas Firma Lucasfilm kaufte, samt aller Rechte an Star Wars, wollte man erst intensiv mit George Lucas zusammenarbeiten. Als man aber auf keinen gemeinsamen Nenner kam, beschloss Lucas, sich vom Star Wars-Universum komplett zu verabschieden. George Lucas sagte sogar, dass es wie bei einer verflossenen Beziehung besser sei, sich komplett voneinander zu trennen. Jetzt hat die neue Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy eine interessante Neuigkeit verraten. Nachdem die beiden Regisseure Phil Lord und Chris Miller gefeuert wurden und Altmeister Ron Howard seinen ersten Drehtag antrat, besuchte George Lucas höchstpersönlich das Set. Eigentlich sollte das Treffen nur ein kurzes Hallihallo werden, aber Lucas gab Howard wohl in einer Szene im Millennium Falcon eine zündende Idee, die Ron Howard überaus gefallen habe. Was für eine Idee das gewesen sein soll, verriet Kennedy nicht. Sie sagte aber, dass George Lucas ganze 5 Stunden am Set war und sich sehr darüber gefreut hätte, dass seine Idee so wohlwollend angenommen wurde. Tja, wir sind sehr gespannt, was das sein mag. Übrigens wurde auch bekannt, dass Solo-Star Alden Ehrenreich von Harrison Ford höchstpersönlich Tipps für die Rolle bekommen habe. Ford habe sogar das Drehbuch gelesen und es abgenickt. Da sind wir doch mal gespannt drauf, wenn Solo am 24. Mai in den deutschen Kinos startet. Hoffen wir, dass das Ganze wirklich was Gutes ist für den Film. Während Disney auch mit seinen Marvel-Superhelden-Filmen einen Erfolg nach dem anderen einfährt, hinken DC Comics und Warner Brothers ziemlich hinterher. Nun gibt es wieder Trubel um ein lange geplantes Filmprojekt. Angeblich soll der brutale Antiheld Lobo endlich für die Leinwand adaptiert werden. Angeblich gäbe es für das Filmprojekt bereits einen Wunschregisseur. Und das ist niemand Geringeres als, Überraschung, Überraschung, Transformers-Regisseur Michael Bay. Laut Medienberichten arbeitet Michael Bay mit seiner Produktionsfirma Platinum Dunes derzeit ja auch an einer Verfilmung der Spielereihe Duke Nukem. Darin soll sogar der Wrestler John Cena die Hauptrolle übernehmen. Da kann man sich wirklich auf etwas gefasst machen. Ich, der jetzt nicht gerade ein Michael Bay-Fan ist, denkt sich, mal abwarten. Uma Thurman war in den letzten Wochen auf den Titelseiten aller Nachrichtenblätter, weil sie skandalöse Neuigkeiten über Quentin Tarantino verraten hat. Für den Film Kill Bill habe der Kultregisseur sie dazu gedrängt, in ein kaum gesichertes und nicht unbedingt fahrtüchtiges Auto zu steigen, sogar der Sitz soll nicht komplett fest gewesen sein, und dann mit mindestens 70 km/h über eine gefährliche Straße zu brettern. Tarantino und sein Team haben die Einstellung wohl nicht als Stunt, sondern als normale Autofahrt eingestuft. Uma Thurman habe aber dann mehrmals gesagt, dass sie das nicht machen wolle und dass sein Stunt-Double die Einstellung übernehmen soll, zumal man die Darstellerin in diesem Shot wirklich nur von hinten sieht und nichts von ihrem Gesicht. Tarantino drängte sie aber in einem langen Streitgespräch dazu, es doch selbst zu tun. So stieg sie ins Auto und fuhr tatsächlich gegen einen Baum. Zum Glück blieb sie aber unverletzt. Mittlerweile habe Uma Thurman dem Regisseur verziehen, weil er sich bei ihr entschuldigt habe und ihr auch nach ein paar Jahren das Filmmaterial gegeben habe. Aber die Produzenten Harvey Weinstein, Lawrence Bender und E. Bennett Walsh haben den ganzen Vorfall wohl zu vertuschen versucht, indem sie sogar mehrere Beweise gezielt zerstört hätten. Den dreien werde sie angeblich niemals verzeihen. Tarantino hat mittlerweile selbst ein Interview zu den Geschehnissen gegeben und hat gesagt, dass ihm die Aktion wahnsinnig leid tue und er nichts mehr bereue als das. Er verriet auch, dass Uma Thurman ihm bereits damals verraten habe, dass Harvey Weinstein sie sexuell belästigt habe. Weinstein habe sogar auch Tarantinos damalige Freundin Mira Sorvino belästigt. So zwang Tarantino Weinstein dazu, sich bei Uma Thurman zu entschuldigen. Warum er trotzdem immer wieder mit Harvey Weinstein danach weiterarbeitete, ist eine andere Frage. Auf Netflix macht derzeit ein mysteriöser Teaser von sich reden zu etwas, das sich Tambourine nennt, dabei eigentlich falsch geschrieben ist, weil man im Englischen das Instrument Tambourine mit einem OU schreibt und nicht nur mit einem O. Im Teaser spielen 7 Tambourine sich selbst vor so einem schwarzen Hintergrund. Über das Projekt ist aber noch nichts bekannt. Netflix macht daraus auch ein riesiges Geheimnis. Da kann man wirklich gespannt sein, was einen erwartet, ob Film, Serie oder vielleicht was komplett Neues. Netflix schafft es immer wieder mit außergewöhnlichen
außergewöhnlichen Marketing-Gags auf sich aufmerksam zu machen. Für die brandneue Science-Fiction-Serie Altered Carbon haben sie sich jetzt etwas ganz Verrücktes einfallen lassen. So hat Netflix an einer Bushaltestelle eine täuschend echt aussehende Puppe eingeschlossen, die dank eines kleinen Beatmungsgerätes sogar atmen konnte. In Altered Carbon geht es darum, dass man sein Bewusstsein in einem Chip an der Wirbelsäule speichern und backuppen kann, sodass man seinen Tod überwinden kann und einfach in einen neuen Körper schlüpfen kann. Seit dem 2.2. läuft die gesamte erste Staffel der Serie auf Netflix und über diese Serie werden wir übrigens spätestens in unserem nächsten Podcast sprechen, weil ich schon ein bisschen was davon gesehen habe. Der Streamingdienst Netflix ist mit Science Fiction wohl eh derzeit voll auf den Geschmack gekommen. So erschien vor wenigen Tagen auch wahnsinnig überraschend The Cloverfield Paradox und bald erscheint ja auch Auslöschung mit Natalie Portman und auch Duncan Jones Mute. In Auslöschung geht es um ein seltsames Gebiet namens Area X, in dem die Natur jegliche Zivilisation in der Zukunft zerstört. Duncan Jones hingegen, der Sohn von David Bowie und Regisseur der Filme Warcraft, Moon und Source Code, der lässt sein Werk Mute im Berlin des Jahres 2052 spielen. Nun hat sich Netflix einen weiteren Science-Fiction-Thriller gesichert. Eigentlich wollte Universal im Januar 2018 den Film Extinction veröffentlichen, strich dann aber überraschenderweise den Kinostart. Stattdessen gab es dann einen Deal mit Netflix, die den Film dieses Jahr auf ihrer Seite veröffentlichen wollen. Die Hauptrolle verkörpert Ant-Man-Star Michael Peña. Darin geht es um einen Vater, der die Angst hat, seine Familie zu verlieren. Und eines Tages wird dann tatsächlich der gesamte Planet angegriffen und mehr ist über das Projekt noch gar nicht bekannt, auch nicht, wann genau der Film auf Netflix startet. Aber das sind definitiv ein paar sehr spannende Neuigkeiten. Arnold Schwarzenegger ist zurück, aber nicht auf der Kinoleinwand, sondern als Hauptdarsteller einer Serie, die meiner Meinung nach sehr, sehr interessant klingt. So wurde bekannt, dass Arnie die Hauptrolle in einer Western-Mystery-Serie spielen wird und die nennt sich Outrider und wird von Amazon produziert. Arnie spielt darin einen Marshall, der als Kind aus Europa in die Vereinigten Staaten gezogen ist. Am Ende des 19. Jahrhunderts ist der Marshall ein äußerst rücksichtsloser und knallharter Gesetzeshüter, der ausziehen soll, um einen berüchtigten Outlaw tief im Indianerland zu töten. Ich freue mich da tierisch drauf. Jordan Peele ist zumindest in den USA ein sehr bekannter und meiner Meinung nach wahnsinnig witziger Comedian, der mittlerweile mit seinem Filmprojekt Get Out einen weltweiten Erfolg eingefahren hat. Get Out ist für 4 Oscars nominiert, unter anderem als bester Film. Außerdem hat der sehr schräge Horrorfilm 250 Millionen Dollar eingespielt, bei einem Budget von gerade einmal 5 Millionen. Jordan Peele hat nun verraten, dass er die Schauspielerei an den Nagel gehangen hat und der Grund dafür ist sehr absurd. Schuld daran sei nämlich im Prinzip Sony, denn die haben ihm eine Rolle angeboten für den sprechenden Kackhaufen im hundsmiserablen Animationsabenteuer Die Emoji Movie. Das habe ihn völlig erschüttert und er sagte seinem Manager, dass er eine Nacht darüber schlafen müsse. Dann habe aber bereits Captain Picard-Darsteller Patrick Stewart für die Rolle zugesagt. Das Ganze ist so skurril, dass ich das wirklich gar nicht erst zu kommentieren brauche. Leider gibt es heute auch äußerst traurige Nachrichten zu vermelden. Der isländische Komponist Jóhann Jóhannsson ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Der geniale Komponist arbeitete ja immer wieder mit Denis Villeneuve zusammen in den Filmen Arrival, Sicario und Prisoners. Und auch die Entdeckung der Unendlichkeit ist von Jóhann Jóhannsson, also die Musik. Dabei verband Jóhannsson immer wieder klassische Orchesterklänge mit völlig abgefahrenen Geräuschen und Elektroelementen. Der Künstler wurde in seiner Berliner Wohnung tot aufgefunden. Die Umstände des Todes sind noch unbekannt. Eine äußerst traurige Neuigkeit, die uns ziemlich schockiert hat. Leider ist auch der Darsteller Reg Cathy im Alter von 59 Jahren von uns gegangen. Den Schauspieler kannte man vor allem durch seine Rolle des Norman Wilson in der Kultserie The Wire oder des Kochs Freddie Hayes in House of Cards. Diese Woche dürft ihr euch auf diese Filme in den deutschen Kinos freuen. Alles Geld der Welt von Ridley Scott über die Entführung des 16-jährigen Milliardenerben John Paul Getty III. Das ist im Jahr 1973 passiert. Außerdem startet der Marvel-Hit Black Panther von Creed-Regisseur Ryan Coogler. Und es startet Shape of Water von Guillermo del Toro. Zu Shape of Water und zu Black Panther haben wir diese Woche Kritiken geplant.
Und diese Woche starten auch wieder ein paar Serien und Serienstaffeln. Zum Beispiel die erste Staffel von Mosaik, die auf eine sehr abgefahrene Weise erzählt wird, irgendwie interaktiv. Man kann auf dem Handy immer alles mitverfolgen und Nachrichtenartikel und so weiter lesen. Außerdem startet die Serie Everything Sucks auf Netflix, die an einer Highschool in den 90ern spielt. Manche behaupten, Everything Sucks sei für die 90er, was Stranger Things für die 80er sein soll. Na, da sind wir doch mal sehr gespannt. Ihr solltet jetzt aber auf jeden Fall mal unser letztes Special gucken, das wir am Samstag hochgeladen haben. Darin ging es um Game of Thrones, genauer gesagt um die Frage, was Jon Snow eigentlich weiß. Ein sehr spannendes Video, checkt das unbedingt mal aus. Und ich wäre euch außerdem äußerst dankbar, wenn ihr uns auf unserem neuen Kanal hier abonnieren würdet. Hier verpasst ihr keine Kinoneuerscheinungen und kriegt super spannende Videos aus der Welt der Comics, der Serien und natürlich auch der Filme. Schaltet auf jeden Fall auch morgen wieder ein, wenn es heißt Cinema Strikes Back.